Oh, was haben wir denn? Den hatte ich mal mit meinem Magen. Ein Rücken. Ich habe eine Brust bekommen. Ich auch. So. Jetzt sind wir, glaube ich, hier anziehen. Fertig. Ihr habt neue Hosen gekriegt, jetzt kann ich die abgetragenen vom Kilian wegverkaufen. Jetzt wird dein linkes Bein aber wieder so kalt. Du kannst dir Pfeile kaufen für Moritz, ne? Ich weiß, aber ich glaube, das, was ich am Munitionvorrat habe, reicht bis Level 10 und bis dahin kriege ich dann eben. Ja, ich habe noch 851 Pfeile. In der Warum hast du denn rumgejammert? Wir dürfen auf Goldhain! Oh, shit! Die Quest für Goldhain, stimmt, die sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Hier wird keine Quest drin angezeigt. Keiner von euch die angenommen hat. Ja, Quests werden hier noch nicht angezeigt auf der Karte. Das ist noch nicht so wie in Wrath of the Lich King. Jo. Warte mal, was sind denn immer diese gelben Punkte auf der Map? Wenn man abgeben gelben kann, Punkte ne? sind die Anzeigen dafür, dass du Quests abgeben kannst. Gott, so war das. Ah. So. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mal schnell einen Ausflug nach Sturmwind machen soll, weil ich glaube, ich könnte so langsam mal so Sachen wie Wildtiere ausspüren, Aspekt des Affen, Schlangengift und arkane Schuss brauchen. Oh Gott, Alter. Das Folgensystem ist auch ein bisschen behindert. Kilian läuft um die Ecke, meine läuft straight auf die Wand zu. Tja. Okay, ich meine, ich bin Krieger, das ist verständlich, aber trotzdem seltsam. Such dir das nächste Mal eine Klasse mit mehr Hirn aus. Ich wäre sowieso dafür, dass wir gleich einen kleinen Abstecher nach Sturmwind machen. Wenn ich mir einen mit mehr Hirn aussuche, kann ich den nicht direkt danach spielen. Ja, einfach um in Sturmwind mal schnell so ein paar Berufe-Zeug zu lernen, weil in Classic kann man das echt noch brauchen. Und hey, wenn du meinst, ich soll was mit mir hinspielen, dann logge ich gerade aus, mach mir einen anderen Charakter und komm wieder. Ja, nein. Dann haben wir halt keinen Tank mehr. Oder ich denke halt mit dem Dudu. Nicht mit dem Dudu, mit dem Charmy. Ja, dafür müsstest du Tyler spielen. Doch, Dudu, Dudu. Ah, sorry. Und Charmy in Classic zum Tanken zu verwenden, gut, es hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert, aber danach nicht mehr. Empfehlenswert war es ab Wrath of the Lich King spätestens nicht mehr. Was will ich jetzt mit so einem hässlichen Schild? Kaufen. An die Wand hängen. Boah, erstmal. Dass du dieses hässliche Schild gelootet hast. Oh, mein Skype meldet sich. Moment, ich muss das, glaube ich, mal auf beschäftigt stellen. Ja gut, Berufe, dann sollten wir uns da vielleicht auch absprechen. Ah. Kirschnerei, Lederverarbeitung. Schmied und Bergbau. Ja, ich auch, aber ich würde das eh off, nicht offstream, sondern, weil ihr wisst schon. Ja, das kann, wir können es so nebenbei immer wieder mal mitnehmen, aber ich würde es trotzdem nebenbei auch gleich mitskillen, weil gerade wenn ihr mit Bergbau rumrennt, dann habt ihr doch immer wieder was zum Sammeln. Ja, da müssen wir nur immer abwechselnd sammeln. Ja, was eigentlich kein Problem ist, oder, Crow? Ich hätte eh gesagt, Chrissy, machst du Schneider VZ, Nadine, Alchi Kräuter? Okay. Der Punkt ist nur, gibt es diesmal einen wirklichen Schneiderlehrer? Weil, als ich hier gespielt habe auf Rolle, Ich will sowieso kurz nach Sturmwind, weil ich da sowieso zum Jägerlehrer muss. Ich habe immer noch meine Level 1 Skills, weil ich habe keinen Jägerlehrer hier in der Nähe. Also, kurzen Abstecher nach Sturmwind würde ich jetzt gerne. Der Schmiedelehrer ist hier, Bro. Ja, Schmieden habe ich schon gelernt. Ich bin gerade überlegen, bei welchen Vollidioten ich nochmal Bergbau machen kann. Der Bergbaulehrer ist leider noch in Sturmwind. Ja, den gibt's nicht in Goldhain. Es gibt ja später erst den Beruf für Lehrer, der dir alles beibringen kann in Goldhain. Ja, den haben sie mit tatsächlich auch wieder drin, wenn du die Sache von Sturmwind fragst. Inschriftenkunde, aber dafür keine Schneiderei. Inschriftenkunde? Das muss ein Fehler gewesen sein. Inschriftenkunde gab's da noch nicht, oder? Meines Wissens nach. Erst so war's auf Lich King. Ja.
Okay, ich muss irgendwie zwischen die zwischen Nordhain und SW. Warte mal. Bin ich da mein Lehrer? Vielleicht kommt die Stadtwache auch aus der Zukunft. Ja, aber ihr findet trotzdem keinen Schneiderlehrer. Inschriftenkunde zu Wasserflächen war noch viel cooler als heute. Ihr findet weder den Inschriftenkundelehrer, der vom von der Wache aufgegeben ist, noch den Schneiderlehrer. Ha, sie wurden alle ausgerottet. Wieder mit den Schneidern. Also soll ich jetzt VZ und Schneiderei lernen? Ja, das wäre halt sinnvoll. Du kannst Stoffrüstung für dich und Nadine herstellen, du kannst Taschen herstellen. Hast du gerade gesagt, es gibt keine Schneiderlehre mehr? Doch, gibt es. Nein, sie hat gerade gesagt, die finden wir nicht. Also ich wüsste, wo sie in Stürmen wären. Ja. Ja, wie gesagt, deswegen laufe ich dir hinterher. Wen zum Glück renne ich gerade hinterher? Achso, Nadine. Also, Chrissy, du müsstest, wenn du mit Schneider und VZ willst, also VZ-Lehre und... Die sind eigentlich beide noch genau da, wo sie heute auch stehen. Also Magierviertel oder wo? Ja, Magierviertel, der VZ-Lehrer ist am Rand, also da in Richtung Handelsdistrikt. Und der Schneiderlehrer ist auch im Magierviertel direkt dort. Ich muss mal ganz kurz ins Zwergendistrikt, weil ich glaube, da ist der... Wenn du wissen möchtest, wo ich hinlaufe, dann hättest du mir eben zuhören müssen. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo der Jägerlehrer, der war, glaube ich, hier noch im Zwergendistrikt, oder? Ja, Zwergendistrikt. Nur was nennen, lass die Dame nicht allein. Hey, unser Magier kann jetzt in Nahkampf angreifen. Da steht ein Level 60 Priester. Kilian, ja? Wie viele Minuten? Sag ich dir gleich, wenn ich mal wieder eine längere gerade Ausstrecke habe. Wir sind bei einer Stunde vier. Ihr wisst schon, dass wenn ich dann hier gleich irgendwo Kräuter sehe oder so zwischenzeitlich, ne, ich einfach mal einen Abstecher mache. Ja, darfst du. Ja, selbst bei mir mit Erzen. Ich mir und das wenn an... ihr Stoff lootet, dann weg. Gebt ihr das alles mir. Ich stelle mir das dann auch sehr wichtig vor, wenn ich gerade am Tanken bin und auf einmal mit drin. Oh, da liegt ein Übrigens Herz. Könnte einer von euch, die Schmiedekunst machen wollen, sich eventuell Ingi raussuchen. Ingenieur. Oder was? Das gibt's nämlich auch schon. Jo. Ha. Damit wir keinen Beruf doppelt haben. Ihr müsst euch zwar nur die Ärzte teilen, aber alles andere ist vorhanden. Wäre eh sinnvoller. Wir werfen eine Münze. Nee, ich will keinen Ingenieur, ich hasse Ingenieur. Ah, dann mach ich halt Ingenieur. Fuck, jetzt hab ich schon Schmieden gelernt. Egal. Kannst du wieder fair lernen, das ist kein Problem. Ja, ich weiß. Ist halt nur ausgegebenes Gold, Geld. Die 10 Kupfer. Die ist nämlich die große Nase von meinem Charakter, es ist ein jüdischer Krieger. So. Willkommen. Ach, ich vermisse Echse. Boah, hier ist ja noch voll der Smog in der Zwergenstadt. Ja. So. Na, dann wollen wir mal. Aspekt des Affen. Arkaner Schuss. Handelst du sich mal hier, Altstadt? Deswegen. Boah, fuck, wo war hier nochmal der Ingenieurslehrer? Mache Fragen. Boah, Bitzhacke, wo bist du, Schmiedekunstlehrer? Ich meinte, Bergbaulehrer. Hier oben bist du. So. Oh, Bergbau. Ich hole mir dann nochmal meine Lederverarbeitung. Was? Der Wache, wo der scheiß VZ-Lehrer ist. Sie ist Mark, dreh mich um. Ach, da ist er ja. Das ist wieder so eine typisch Chrissy-Aktion. Verehrte Wache, könnt ihr mir sagen, wo der VZ-Lehrer ist? Umdrehen. Ach, da ist er ja. Meister Stallmeister, Waffenmeister. Für einen Beruf, Ingenieurskunst. Gnomes und dann Sulliam. Wozu brauche ich die Rune? Die Rune verzieht die Kupferroute gleich, muss ich mir herstellen, damit ich überhaupt was machen kann, oder? Jupp. Ja, du musst die Routen dann halt immer herstellen. Das war damals noch so, da führt hier nichts drum rum. Heutzutage brauchst du nur noch die Kupferroute und keine weiteren mehr. Geiler Scheiß, ich krieg aber gerade keine geringe Magieinsätze und keinen seltsamen Staub. Geschweige denn, dass ich das Geld dafür hätte. Kann ich euch
Ja, wenn ich jetzt Geld hätte. Das heißt, ich kann mir mit Level 10 kann ich mir Einhandschwerter und Stäbe kaufen. Seid gegrüßt. Die Kirschnerei habe ich ja schon. Okay. Kann ich nochmal meine Berufe? Welcher Taste waren nochmal die Berufe? Du findest unter allgemeinem Zauberbuch. Ah, so. Gab's damals noch nicht so. Allgemein, jo, Schmiedekunst. Kann ich die Scheiße nochmal verlernen. Okay, also, ja, Stoff. Das ging unter Charakter. Beim Charakterfenster müsstest du das machen und auf Fertigkeiten gehen, unter deinen Berufen, den Beruf anklicken und unten hast du dann so ein Zeichen, dass du den verlernen kannst. Oder du drückst einfach die Taste K und dann scrollst du. Verlernt. So, ich dürfte jetzt im Gnome-Distrikt sein. Jo. So, So, das sind Ingenieurslehrer. Ach ja, genau. Hier gibt's ja noch kein Auktionsmanagement, oder? Doch, das gibt's hier schon. Echt? Gab es nicht damals nur ein Auktionshaus in Eisenschmiede? Nee, das in Stümmel gab's auch schon, das ist hier. Aber du bist ja eh schon da. Super, das heißt, ich stelle jetzt die Waffen für Kilian her, oder was? Nee, doch eigentlich. Ich weiß nicht, je nachdem, ob ich irgendwann mal Schusswaffen hernehme. Ja. Und wo ist der Bergbau? Fuzzi. Irgendwo eine scheiß Stadtwache. Natürlich, im scheiß Zwergenviertel rennt nirgendwo so eine Drecksstadtwache rum. Was suchst du? Den Bergbaulehrer. Der steht auch im Zwergendistrikt und zwar. Ja, wo? Dreh mal einmal rum, umdrehen. Die Gasse entlang laufen. Hier. Geradeaus weiter. Um die Kurve, unter dem Tunnel durch und nach dem Tunnel das erste Haus auf der linken Seite. Okay. So, jetzt links. Gott sei Dank habe ich mein Navigationssystem. So, ich höre jetzt nicht erstmal hier den Sturm winden. Ich habe schon gemacht habe. Jetzt die Schlampe für den Bergbau bedarf, dann gehe ich mal hier hoch. Ah, Bergbaulehrer. Ja, komm mal die Fresse in den Fall. Danke. Bergbaubedarf. So, nehme ich mir mal eine Spitzhacke mit. Ja, schon ein paar Pilolen eingepackt. Ja, ich habe ein Kirschnermesser auch. Warte mal, die Spitzhacke verbraucht sich ja nicht, ne? Nee, die verbraucht sich nicht. Boah, ich hab viel zu lange Guild Wars gespielt. Heutzutage braucht man sie nicht mal mehr. Aha, okay. Wie war das? Der Ruhestand hat 60 Minuten Abklingzeit, ne? Ja. Ich glaube, ich lauf lieber. Mein Ruhestein liegt sowieso in der Nassus. Nee, ich hab meinen mit Goldhain. Hast du den in der Nassus gebunden? Weil ich da später so oder so nochmal hin muss wegen Jägerquests und so Zeug. Ja. Warte mal, kann ich nicht bei Ingenieurs dann später auch noch andere Sachen herstellen? Du kannst könnte doch auch so nette Brillen kannst du immer herstellen. Ja, super. Ich fand die Bomben immer geil. Das mit den Brillen, das ist praktisch. Konnte mir nee, das war bei der Horde das Chopper, ne? Chopper gab's hier noch Chopper kommt erst mit Wasser zu Licht gehen. Ja, verdammt. Ich sollte mir den vielleicht. Ich glaube, da hättest du doch Schmiede kurz behalten sollen. Da kannst du dir später nämlich eine Rüstung herstellen, die allein für Schmiedekunst benutzbar ist. Die drakonische Rüstung. Erhöht Verteidigung um 20. Wenn du ein 3er Z hast. Ja gut, und Schattenkram gibt's ja hier noch nicht, also. Schon mal nicht ganz so schlimm, dass ich Schmiedekunst nicht hab. Hier los. Achso, da ist ein. Warum sollte ich jetzt eigentlich nochmal Ingenieurswesen nehmen? Also Ingenieurskunst. Jäger am Dings. Ja, er weiß ja noch nicht mal, ob er auf Schusswaffen spielt. Also ob er auf. Das kann ich spontan machen, was gerade am besten funktioniert. Wo mehr DPS drauf ist. Ja.
Kannst du das wirklich spontan machen? Ja, gut, ich muss die ganzen Waffenskills nachskillen und alles mögliche. Das schaffst du schon. Ja, das ist das geringste Problem. Wo war das nochmal mit der Suche nach Erz? Ach ja, das war ja noch ein Skill. Ich hab den Kopf von einem Typen in meinem Arsch stecken, was? Immer diese Paladine. Daralien. Also ich habe jetzt zwei Quests. Tiefenschachtmini und Goldstab. Gibt's da noch nicht irgendwas mit Kerzen? Ich hab ja, drei. Im Gasthaus findest noch mehr, glaube ich. Irgendwo oben war da welche, nee, oder? Nee, direkt um die Ecke. Ach hier. Genau, direkt um die Ecke, genau. Da steht er ja und schreit nicht. Was ist? Ich habe unterwegs schon mal so ein paar Viecher gekillt. So ein paar Kleintiere. Die kann man ja hier noch kirschen. Du brutaler Typ, du. Sieht einfach irgendwelchen armen Tieren dieses Leder vom Leib. Das ist mein Job. Ja, und nur weil du das eklig findest. Ich find's nicht eklig. Ich helfe meinem Opa regelmäßig beim Schlachten. Und warum hast du mir nie Bescheid gesagt? Ich hätte mitgeholfen. Warum zum Fick kriegt man von einem Wolf eine Hasenpfote? Damit das mal eine logisch erklären. Dann müsste die Hasenpfote aber zerfetzt sein. Hasenpuppe? Haben wir irgendeinen in der Gruppe, der kochen kann? Nö, das lohnt sich glaube ich auch nicht wirklich hier. Okay. Es sei denn, du willst es machen. Nein. Immer schön looten, damit Kilian durchschauen kann. Jo. Und keine Sau wartet auf mich. Ja, wenn du mal so lang bist. Ja, und du hast dich ja nicht gefunden in Goldhain oder so. Tut mir leid, es ist halt schon lange her, dass ich WoW gespielt habe und ich habe auch eher Horde gespielt als Allianz. Ja, ich muss sagen, bei der Horde fühle ich mich auch wohler. Ja, Alter wollte Paladin spielen und die gab's halt bei der Horde noch nicht. Dann hätten wir auch WOTK spielen können, da wäre... Bevor wir da runtergehen, wollen wir nicht vorher noch die Goldzahn-Quest holen? Okay. Der hatte Kupfererz dabei. Wer will's haben? Egal. Gibt's ein Garo. Okay. Wenn man schon mal sowas findet. Das heißt da wieder stehen, scheiß Dreckskobolde, echt. Aha. Ich bin ein Klassikkrieger, ich kenne nur eine Art zu pullen. Charge. Ah, die Schaufel, die legendäre. Braucht ihr etwas? Kann ich euch helfen? Man sieht sich. Die Quest kann ich noch nicht annehmen von der. Ja. Warum nicht? Same to me. Ihr seid noch Level 5. Noch Stufe 6 sind. Ab Level 6 geht das, aber das sollte sich erledigt haben, sobald ihr da ein bisschen rumgequestet habt. Ich meine, ihr solltet ja nicht so weit hinter mir zurückliegen, oder? Ich bin wer gleich Level up, aber es ist. Dann nimm die Quest auch noch nicht an. Vier Abschnitte. Die Quest ist eine halbe Ewigkeit von hier weg. Egal. In Wirklichkeit kann ich sie nachher mit euch teilen. Wir sind das Volk. Geht es schon Quest teilen? Rügenexpresse. Oh, ich hab einen Goldstopp bekommen. Warum wollen wir nicht mal endlich in die Mine gehen? Ich wollte erst die Goldzahn-Quest machen, bevor wir die Mine machen.